Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind hier in Bodis geheimer Geheimbasis auf dem Friedhof und haben schon den ersten ihrer Vampire umgelegt. Hier nämlich. Der Vampir ist endgültig tot und so. Das ist ein junger Vampir. Das ist aber gar nicht gut. So, Vip, vorwärts. Und ein Gruftschrecken oder irgendwie sowas. Na gut, ich hab. Der kann mich höchstens krank machen. So, aber wir müssen das ja. Also. Was ist nun los? Sir Anomen, das sind Untote. Masi, vertreib Untote auf andere Art und Weise. Alternatives Untoten vertreiben. Okay. Zack. Und der zerspratzt einfach. Sehr gut. Der geht aber irgendwo anders hin. Das scheint keiner von den wichtigen Vampiren zu sein. Ja, der ist ja auch junger Vampir und hatte gar keinen Namen. Kommt und sorgfältig, wenn nicht gar rasch erledigen. Ah, der hat aber einen Namen. Ja, ist schon geschehen. Guten Tag, du Rast. Bam. Erstmal hart einen reingelötet hier. Ja. Ich finde, das muss man sich ja auch mal so ein bisschen noch so vorstellen, ne? Also da kommt einer so um die Ecke, du wohnst hier als Vampir, du wohnst hier, da kommt einer um die Ecke, der hat so ein verdächtig aussehendes Katana schon in der Hand, du weißt auch, dass der kommt, ne? Während dein Kumpel hier noch sagt, ha, hier traust du dich ins Innerste, ich denke nicht, haha. Und der kommt um die Ecke, läuft auf dich zu, bevor du irgendwie nur reagieren kannst, kriegst du harten kritischen Treffer, gegen den du eigentlich immun sein solltest als Untoter, aber egal, in die Fresse. Verkackst deinen Rettungswurf, bist gelähmt, kannst dich nicht mehr bewegen, der haut noch zweimal drauf und du bist schon so eine Nebelwolke. Und gleich nicht mal mehr das. So, wir, bevor wir den gleich töten, wir machen jetzt allerdings nochmal Folgendes. Wir nehmen hier dieses, das Becken ist offensichtlich mit Blut gefüllt. Wenn ihr es tatsächlich wagen wollt, könnt ihr hineinsteigen. Was für ein Blutbad. Haha, ne, Blutbad. Ha. So, ihr wartet vorsichtig durch das Blut und nach einigen Tasten findet ihr einen Streitkolben auf dem Grund des Beckens. Durch das Blut fühlt ihr euch jedoch etwas unwohl. Ja, egal. Aber wichtig ist, wir haben den Streitkolben. Und das ist der Streitkolben der Zerschlagung plus 1. Trifft wie eine magische Waffe plus 3. Ja, wird ein Untoter getroffen, wird dieser sofort zerstört. Rettungswurf gegen Tod minus 4. Und die werden wir uns jetzt einfach gönnen. Die werden wir gleich an Nomen geben. Oder Bib. Ich glaube, Bib kann auch mit Streitkolben umgeben. Aber was wir jetzt tatsächlich machen, nämlich was viele nicht wissen, das ist tatsächlich eine der geilsten Waffen gegen Untote. Ne? Die machen einen Rettungswurf und wenn sie den Wurf nicht schaffen, dann sind die einfach um. Also, so. Erstmal hier den noch fehlen. Zack. Nochmal 9000 EP. Aber wir gehen jetzt hier nochmal raus. Na, das ist jetzt nämlich, wie soll ich sagen, wir machen jetzt die Psychospielchen. Die denken jetzt, wir kommen gleich und haben sich schon vorbereitet und gebufft. Aber wir gehen jetzt erstmal noch zum Schmied. Warum nämlich nicht? Was viele nämlich nicht wissen und ich auch ganz lange nicht wusste, man kann diesen Streitkolben der Zerschlagung nämlich noch verbessern. Und dann ist das nicht eine Waffe wie eine Waffe plus 3, sondern wie eine Waffe plus 5, was super praktisch ist gegen Untote, die gegen, sagen wir mal, Waffen vom Typ plus 1 bis 3 immun sind, wie zum Beispiel Bodhi. Aber ich weiß nicht, ob die immun ist, aber also da sollte der jedenfalls nichts bringen. Und auch bei dem Leichnam, den wir ja schon mal da im krummen Kranich bekämpft haben, den konnte ich ja mit ganz vielen meiner Waffen konnte ich den ja gar nicht verletzen. Selbst mit meinen plus 3 Waffen nicht, weil der da einfach immun dagegen war. Und aber gegen den Streitkolben der Zerschlagung plus 5, so wie ich mir das vorstelle, ist er dann nämlich auch nicht immun und kriegt er hart aufs Maul. Das ist ja so mein cleverer Plan. Und alle Vampire, die wir da treffen, die kriegen da auch hart aufs Maul. Razzard ist schon da und ist der Erste. Nicht schlecht. Tja, ich kenne mich halt aus in dieser Stadt. Wie in meiner Westentasche. Ja, und es läuft natürlich wieder seit Jan Jansen hier der Anführer ist. Der Jans Jotunjecken. Läuft das hier auch wieder rund. So, wir auf zu Cromwell. Wer hat den Charisma-Ring? Anomen, das bist doch du, ne? Das ist richtig. Ich rede mit ihm. Aber ich glaube, die sind hier eh Festpreise. So, welche benötigt ihr für die Schmiedearbeit? So, besitze ich was? Okay, dann guckt er. Schuppe irgendeiner Bestie.
Achso, das ist ein Ankeg. Ja, mach mal. 5000 Goldmünzen haben wir bestimmt. Das an die Arbeit. So, keine unnötige Zeit vergeuden. Haben wir nicht mehr den hässlichen Ankeg im Inventar, sondern haben den Panzer. Der Ankeg-Panzer war in Baldur's Gate 1 eine der, ja, mit der besten Rüstung, weil die Druiden den auch tragen können. Und weil der eine ganz gute Rüstungsklasse hat und weil der super leicht ist und nicht so schwer. Und das war alles gut, aber mittlerweile haben wir natürlich bessere Rüstung, bessere schwere Rüstung. So, ich glaube, wir haben auch mehr als einen Ankeg-Panzer dabei. Ja, für mich. Meine Laune ist schon schlecht genug. Haben wir auch nochmal wieder gerastet. Ja, hör auf, immer meine Katze aus dem Inventar zu schmeißen. Rüstungsklasse 1. Ja, Mindeststärke braucht man nur 8 und er ist halt super, super leicht. Okay, haben wir, aber nee. Eigentlich, guck bitte nochmal nach. Ich höre mit Höchstgeschwindigkeit, Kamerad. Langsam auf die Nerven. So. Schuppe irgendeiner Bestie. Nee, nicht. Also noch einen Ankeg-Panzer brauchen wir nicht. Hey, was haben wir denn da? Den Hammer der Blitze und eine Schriftrolle mit dem wahren Namen des Donnerhammers Chrome 4. Wenn wir jetzt noch die Ogerkrafthandschuhe und einen Gürtel der Frostriesenstärke dabei hättet, aber haben wir natürlich nicht. Die Ogerkrafthandschuhe haben wir sogar, aber den Gürtel der Frostriesenstärke noch nicht. Aber habt ihr ja leider nicht. Schade. Und dann hat er hier Teil des Schwertes, ja. Haben wir auch noch nicht. Teil des Bogens haben wir auch noch nicht. Naja, hier. Schaft einer Hellebarde haben wir auch noch nicht. Ganz schön viel Plunder. Eine Art Metall, lass mich mal sehen. Genau, so. Wir haben nämlich das echte Elysium behalten. Und jetzt ist es natürlich gut. Und sogar ein Streitkolben der Zerschlagung. Ich könnte den Kolben mit einer Elysium-Legierung versehen. Mit der sich die Spaltwirkung beträchtlich erhöhen ließe. Genau, das wollen wir haben. Was würde mich das kosten? 7500 an die Arbeit, Minjung. Dafür haben wir das Elysium behalten. Dafür gibt es überhaupt, glaube ich, das falsche Elysium, weil das ansonsten keinen Sinn ergibt. Ja, und dafür haben wir den Etepetet des Saals auflaufen lassen. Und übrigens auch die Kirche Helms und so. Einfach, weil wir jetzt hier einen echten Künstler, ein echtes Kunstwerk vollbringen lassen. Ich muss gestehen, dass, also ich habe keine Ahnung, ich habe das nur jetzt irgendwie mal rausgefunden, im Internetforum gelesen. Ein schluckstarkes Zwergenbier. So, und okay, sieht genauso aus, ist jetzt der Streik kommt jetzt im plus 2. So, er schützt den Träger vor Stufenentzug, den mächtige Untote verursachen können. Trifft für eine magische Waffe plus 5. Wird ein Untoter getroffen, der Träger ist immun gegen Stufenentzug. ETW 0 Bonus auch noch besser. Macht hart viel Schaden gegen Untote und rate mir und hast nicht gesehen. So, und damit ist Anomen jetzt ab sofort auch Frontschwein erstmal. Ach, wir machen das mal richtig dumm. Brauchst du nicht. Er ist jetzt einfach hier der Doppelkämpfer. Alter, der sieht ja übel krass aus, der. Aber ich glaube, damit trifft er zu schlecht, ne? Na, ETW. Fliege der Zeitalter. Kampf mit zwei Waffen. Ne, ich glaube, das machen wir so mal noch nicht. Wir machen das mal erstmal so. Fliege, also der macht ja nicht viel Schaden hier, ne? Im Vergleich zu dem hier. Aber, naja, 9 bis 14. Aber er wird jetzt hier unser untoter Bekämpfungs-, unser Beauftragter Nummer Uno werden. Mit dem Streitkolben der Zerschlagung plus 5. Und dann werden wir einfach die Leute übelst aus dem Leben kloppen. Und er ist auch immun gegen Stufenentzug dann. Super, super nice. Und es ist auch immer noch Tag. Aber wir kommen einfach. 2 Tage später kommen wir wieder, ne? Weil Cromwell so viel arbeiten musste. Ich hoffe, ich habe da nichts liegen lassen bei Cromwell. Ne, ich glaube nicht. So. Und jetzt wird Anomen gleich alles durchregeln. Aber auch hier, ne, den Streitkolben der Zerschlagung, man kann easy dran vorbeilaufen, ne, mit dem Blutbecken, du musst da reinwarten, du musst den, ist ja kein klassischer Container, wo das drin ist, ne, du musst dann damit interagieren. Und dann liest du halt, oh ja, Streitkolben plus 1, super kacke, weil du ja schon, also Waffen plus 3 und sonst was gefunden hast, und dann benutze das nie. Und dann musst du halt auch noch wissen, dass du den noch verbessern könntest. Ja, was man ja auch alles nicht weiß. Und ich weiß, dass ich den eigentlich so gut wie nie benutzt habe. So, jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir wieder rein? Da oben kommen wir nicht rein. Aber hier, glaube ich, ging es auch nach unten. Und ist dich da dran.
Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ah, hier haben wir den guten Onkel Lester getroffen. So, alles klar. Das heißt, hier waren wir, da waren wir. Dann gehen wir jetzt einfach mal wieder noch hier rein. Vorwärts Marsch. Feind gesichtet. What? Och nö, nicht noch schon wieder eine Spinne. Ey. Das ist eine Scheiße. Kotzen. Verstanden. Nee, Phasenspinne bitte alle. Ja, kann sich teleportieren am Arsch. Das hilft dir nur leider nichts. Okay. Super nice, weiter geht's. Kroppzeug einfach wegflacken. Das sollte uns halt nicht vor unlösbare Aufgaben stellen. Ich könnte den Streitkolben tatsächlich auch BIP geben. Und Anomen vertreibt weiter Untote. Aber Anomen soll sich auch mal wie ein Held fühlen, ne? Also hat er sich echt redlich verdient. Für Ruhm und Ehre. Sir Anomen. Oh geil, junger Vampir, da können wir das jetzt gleich mal testen. Okay. Mhm, interessant. Alter Anomen, ne? Nicht dein Ernst. Ach so, einmal getroffen, tot. Masi gleich aufgestiegen, Anomen ist krank, das kriegen wir irgendwie geregelt. Das ist auch ein Untoter hier, der höhere gut Einschlag. Das ist so dumm! Der überhaupt keine hier Untoter zerstört, easy. Das ist so blöd. Der kriegt einfach nur, ja, GG. So, Krankheiten heilen, konnten das nicht diese Stiefel? Ach nee, die Heilungshandschuhe können nur Gift neutralisieren. Ach, wer kann denn Krankheiten wohl heilen? Kann das Sag mir, was zu tun ist. Gift verlangsamen, heilige Macht. Kann das zu er? Diensten. Ich wüsste gar nicht, wie das aussehen soll. Ach, der wird schon von alleine wieder gesund. Nicht wahr? Was ist nun los? Helm wird mir den Weg weisen. Oder haben wir noch so einen Zaubertrank, der das kann? Hier, Heilkrankheiten trinken. So. Gut, wunderbar. Entschuldigung. Auf eures besten Anführer so, können was auch ist? Befehle befolgen. Hä? Achso, okay. Hä, ist das da echt zu? Achso, ja, jetzt. Wollte gerade sagen. Genau, hier waren wir schon. Okay, da haben wir den. I sense great evil. Haben wir den Raum schon geschafft? Dann gehen wir erstmal nicht hier nach unten. Nee, nee. Ach, guck mal, ein Vampir. Hallo. Oh, was? Canova, die kann zaubern. Das ist unter Umständen ein Problem. Zeig die Richtung mit dem Schwert. Gut, tot. Alles klar, Canova, du hast dich geschützt vor Fallen, vor Leuten. Hier kommt Sir Anomen for the Max. Das projiziertes Ebenbild. Die Gerechtigkeit vollziehen. Ach ja, was ist mit ihr? Okay, wir lassen es Anomen machen. Rettenblitz. Sag mal, Anomen, da ist sie doch. Haust du bitte einmal drauf? Okay, wir brauchen da fachkundige Unterstützung. Die ist unsichtbar, ne? Ja, ja, gar kein Thema. Hin. Das Ebenbild auch, du läufst erstmal hin. Der fetten Blitz, ja. Wahrer Blick machen wir hier noch nicht. Das brauchen wir bestimmt unten noch. So. Ich bin untergerechnet. Okay, na gut, du musst einmal kurz zurückgehen, wenn wir mit deinem Zauberstreit kommen. Ja, was passiert denn da schon? Ich warte. Wieso? Nur noch das Onkel G. Machen wir es kurz zu eurem Lebensmittel. Das ist ein Irrgarten. Ja? Kann ja auch. Ja, macht ja nichts. Das Schlimmste, was die können, ist Stufenentzug. Und, Alter, kannst du die mal treffen, bitte? Mal sie. Ja, muss ich den Tag retten? Alter. Ja, ich glaube, Bip hat Furcht. Aber gar kein Problem, ne? Oder kann sie nur selbst sich vor Furcht immun machen? Ne? Hat alle ermutigt, nur Bip natürlich wieder nicht. Okay, wir warten einfach. Anomen kommt bestimmt gleich wieder aus seinem Sonnenfeuer. Hä, wieso kann die denn Sonnen? Das müsste sie doch eigentlich mega selbst töten. Naja, naja.
Okay, stimmt mal sehen. Nicht? In da, Ordnung. Da Bib ja in der Tür backt. Irgendwo backt er rum. Ermutige die Leute einfach bitte nochmal. Echt, wieso ist Bib dagegen immun? Zu Befehl. Wollt ihr mich verarschen? Naja. Und Anum ist, hat den Zauber Irrgarten abgekriegt. Irrgarten ist ein Zauber, da geht man in ein Labyrinth und muss sein, also in ein magisches Labyrinth und bleibt da so lange drin, bis man den Ausgang gefunden hat. Und wie schnell man den Ausgang findet und ob man ihn überhaupt findet, hängt von Intelligenzwert ab. Das heißt, wenn man jetzt hohe Intelligenz hat, wie zum Beispiel Jan oder wie zum Beispiel Nira oder wie zum Beispiel Bib, dann ist man relativ schnell wieder draußen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, intelligent so eine Nulpe ist, wie Anom, also durchschnittlich schlau, dann ist man auch schon mal was länger da drin. Also, so wie wir das jetzt hier gerade sehen. Aber ich will da jetzt nicht reinrushen, weil ich weiß, die beißt mich dann sofort wieder. Alter, wie lange hält denn bitte schön? What needs to be done? Ready for anything. Done with this place. Wie lange hält das? Wir brauchen natürlich unsere beiden Kämpfer hier. Die sind nämlich immun gegen den Stufenentzug. Und die sind beide ausgeschaltet worden. Nicht schlecht gespielt von der guten Zaubertante. Anum, du bist wieder da. Ja, was ist nun los? Alles klar. Du kannst aber auch wahrer Blick. Ja, dann da sehe ich uns. Erstmal sehe ich dich da beim Heilen. Bib, die geht's wieder gut, offensichtlich. Oh nein, Bib ist irgendwo in der Wand. Oh nein. Wie ist er denn da hingekommen? Der kommt da jetzt nicht gerade weg, oder was? Wahrlich, ich bin erfreut über die. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist, wir töten die jetzt erstmal. Schon wieder so ein Spiegelbild gebastelt. Aber das machen wir jetzt mit wahrer Blick einfach weg. So. Das countern wir und jetzt kriegst du aufs Maul. Sag ich doch. so viel Aufwand für nix. Jetzt müssen wir nur irgendwie sehen, wie wir Bib da rauskriegen. Kriegen wir wahrscheinlich nicht. Was so viel heißt wie. Wir gehen jetzt noch angucken, was hier so ist. In dieser fürchterlichen Folterkammer sticht zuerst der blutverkrustete Abfluss in der Mitte des Raumes ins Auge. Der Fußboden ist mit grausamen Stacheln überzogen. Offenbar werden die Opfer auf diese Stacheln gedrückt, um hier zu verbluten. Das Blut fließt dann in den Abfluss. Warum es auf diese Weise gesammelt wird, bleibt euch ein Rätsel. Ja, vor allen Dingen, weil es doch auch gerinnt auf dem Weg dorthin. Blut bleibt ja gar nicht so lange flüssig. Also jedenfalls nicht, wenn man... Ach, es ist das eklig, ey. Brr. So, wir gucken uns hier aber natürlich nochmal an und hoffen, dass unser Schuhwerk... Aua, ich wollte gerade sagen, dass unser Schuhwerk... Dass unser Schuhwerk dicht genug ist. So, zaubern wir bitte das. Aber Anom hat schon wieder festgestellt, Mann, der Schlüssel hat ein Loch. So, okay. Na gut, da wir Bib da ja eigentlich nicht wegkriegen können. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Der ist einfach aus dem Leben geklippt. Keine Ahnung, der steht in der Wand. Ich weiß gar nicht, wie der da hingekommen ist. Und ich komme da ja auch nicht hin. Da das so ist, werde ich jetzt gleich nochmal laden. Aber wir haben hier auf der Ebene alles gesehen. Und beim nächsten Part stehe ich dann genau wieder hier. Und ja, dann gehen wir auf die zweite Ebene. Bis dann. Ciao.